Moin! So, da sind wir nun in Australien angekommen, gerade gelandet. Nur ein kurzes Update von uns. Genau, es hat ein bisschen gedauert beim Aussteigen, weil irgendwie unser Gate kaputt war und sie keine Daten zum Reparieren. Jetzt sind wir gerade aber draußen. Wir haben unser ganzes Gepäck wieder ohne Probleme. Alle sind gesund und wir warten jetzt gerade auf unsere Mitfahrgelegenheiten, die in 4 Minuten da ist. Fahren dann zur Unterkunft und dann ist auch für heute Schicht im Schacht und morgen geht es dann weiter mit allen weiteren Informationen. Es ist jetzt hier 21.20 Uhr und ich stehe hier im Tanktop und es ist super warm, richtig schön angenehm, genauso wie wir es mögen und wir mögen es wahrscheinlich auch tagsüber. Genau. Also wir sind in Perth. Wir sind in Perth, genau. Perth gelandet in Australien, unser erster Stop in Australien. Wir bleiben nicht nur hier. Also bis dahin, ciao. Moin. So ein kurzes Update von uns. Wir sind gestern erst später zur Nacht. Wir haben noch mal einen kurzen Zwischenstopp im Krankenhaus angelegt. Vivi hatte sich eine Blase gelaufen und die hat sich leider etwas schlechter entwickelt, als wir gedacht hätten, dass das noch dazu kommt. Und deswegen waren wir lieber zur Kontrolle noch einmal da und sind dann halt um 12:30 sind wir zurück zur Unterkunft. Heute Morgen haben wir ein bisschen länger geschlafen. Wir sind hier gegenüber von so einem Einkaufsforum. Es ist strahlend blauer Himmel. Wir haben 36 Grad hier draußen, australische super geile Wärme. Wir mögen das ja genauso, wie das jetzt ist. Wir stehen aber trotzdem natürlich mit den Kindern im Schatten, keine Sorge. Und machen uns jetzt aber nochmal auf den Weg zu einem anderen Doktor, weil die im Krankenhaus gesagt hatten, dass es in der Nacht selbst noch ein paar Stunden dauern könnte, bis Vivi dann halt dran ist, nur um sich das halt anzugucken. Wobei der dort saß, sich das auch grob angeguckt hatte und das halt quasi erst beurteilt hat. Genau, deswegen warten wir jetzt auf unsere Fahrgelegenheit, die in 3 Minuten da ist und die bringt uns jetzt zu einem Doktor, wo Vivi online einen Termin gemacht hat. Das hat also geklappt. Mit der Krankenversicherung, die wir ja haben, ist das eigentlich auch kein Problem. Wir lassen uns natürlich trotzdem mal überraschen und berichten dann später weiter. Ciao! Moin! So, nochmal kurzes Update zu unserem Vormittag. Wir sind dann zu dieser Arztpraxis gefahren, wo Vivi da online einen Termin gemacht hatte. Das hat alles wunderbar geklappt. Dort war dann auch ein Arzt, der sich das Ganze angeschaut hat. Wir haben Medikamente verschrieben bekommen oder Vivi halt. Und die dann auch gleich nebenan bei einer Apotheke, bei einer Pharmacie halt abholen können. Das ist soweit ganz gut, weil er auch gefragt hat, gegen was Vivi halt allergisch ist, medikamentenmäßig. Und von daher wurde darauf ja auch Rücksicht genommen. Genau, und dann sind wir wieder zurück zur Unterkunft. Auf dem Rückweg ist der Große schon eingeschlafen. Da haben wir die Zeit dann genutzt und dort eine Mittagspause gemacht. Rüber. Wir müssen aber quer rüber. Und genau, ich habe ein bisschen was gearbeitet, ein bisschen was auch für die Reise weitergemacht am Material. Und jetzt haben wir halt gedacht, wir nutzen halt die Zeit. Heute ist ja der 23. und gehen jetzt nochmal einkaufen. Wir haben ja direkt gegenüber unserer Unterkunft ein großes Shoppingcenter, wo wir halt hier einkaufen können. Und im Zuge der Weihnachtsfeiertage und da hier vor allem auch im Boxing Day natürlich alles geschlossen ist, wollen wir halt uns für die Tage schon mal versorgen, Sachen einkaufen, bevor wir dann entsprechend hier in Australien uns wieder weiter auf den Weg machen. Bis dann! Moin! So, nochmal kurzes Feedback von uns. Wir sind jetzt hier gerade auf dem Spielplatz. Überdacht, mega genial. Weicher Boden, viel zum Spielen, was für die ganz Kleinen. Und hinten durch gibt es auch noch was für größere Kids, wobei unser Großer hier bestimmt gleich auch nochmal rumtoben wird. Wir waren ja eben gerade einkaufen und nachdem wir ja auch gestern Nacht und heute Morgen nochmal für Vivi unterwegs waren bezüglich des Arztbesuches,
haben wir uns halt gedacht für heute, wir belassen es bei irgendwelchen Besichtigungen. Wir hatten erst überlegt, ob man nochmal in Perth in die Innenstadt jetzt direkt schon fährt oder nicht. Hintergrund ist halt, dass wir bereits, also nur noch 2 volle Tage hier sind, bevor es für uns schon wieder weitergeht. Aber wir haben uns halt die Möglichkeiten, die Aktivitätsmöglichkeiten einmal angeschaut oder was wir halt hier machen wollen. Und ja, genau, das einfach auf diese 2 Tage verteilen, ohne dass es halt zu viel ist. Und gedacht, das wird auch mal Zeit, dass der Große einfach hier ein bisschen Zeit hat für sich hier zum Spielen, dass wir mal einfach was machen können, solange wie er Lust hat, ohne dass das halt heißt, komm, wir müssen weiter, komm mal in den Buggy, wir müssen hier rum, wir müssen da über die Straße oder. Das ist halt sonst nicht immer so einfach möglich. Und auch die Kleine, die liegt hier gerade auf einer Matte und freut sich ihres Lebens, so ein bisschen hier mal wieder rumtoben zu können. Die dreht sich ja auch schon fleißig herum und erkundet, was der große Bruder macht. Genau, so viel denn dazu. Also wir waren gerade noch einkaufen. Da ist sehr viel los aktuell in den Supermärkten. Hier ist es ja so, dass Heiligabend ein ganz normaler Tag ist. Bei einigen Geschäften nur mit verkürzter Öffnungszeit. Das ist ja hier eher der Boxing Day, der 25.12., der quasi dann der große Feiertag ist, wo das auch geschlossen ist. Die meisten Geschäfte, wir haben jetzt einfach halt entsprechend eingekauft für Heiligabend. Für morgen, für uns ein paar Kleinigkeiten, kleine Überraschungen sozusagen. Oder um sich mal ein bisschen was für den Feiertag zu gönnen. Ansonsten haben wir aber darauf verzichtet, hier noch auf irgendwie einen Tannenbaum zu kaufen oder sonstiges. Genau, für die Kiddies gibt es auch kleine Überraschungen. Genau, das war sehr viel los. Wir haben bei Woolworths eingekauft. Es gab hier auch ein Aldi, wie ihr vielleicht schon gesehen habt oder noch sehen werdet. Und ein Coles, das sind 3 große Supermarktketten, die hier tatsächlich auch in Australien vertreten. Aldi war bei unserem letzten Aufenthalt 2016, 2017 doch recht teuer. Deswegen haben wir das jetzt erst gemieden und haben bei Woolworths eingekauft. In der ersten Recherche allerdings ergab es schon, dass Aldi wohl den Preis deutlich nachgezogen hat und von den Angeboten her auch günstiger geworden ist. Sogar günstiger als Coles und Woolworths. Das heißt, wir werden das einfach mal bei unserem Aufenthalt, den wir ja noch etwas länger haben, nochmal wann anders testen. Und genau, haben wie gesagt jetzt einfach ein paar Sachen eingekauft für umgerechnet 50 Euro, was im Vergleich zu Deutschland nicht viel mehr, aber halt auch nicht großartig weniger ist von den Sachen, die wir halt eingekauft haben. Ja, und werden jetzt, haben den Einkauf nach zu unserer Unterkunft gebracht und werden jetzt hier einfach mal den Nachmittag ein bisschen im Spielplatz verbringen. Der ist nicht so voll. Die Kinder oder der Große kann sich ein bisschen austoben. Wir können ein bisschen was machen. Er kann sich bewegen. Und später geht es dann wieder zur Unterkunft. Mal schauen, was wir für heute dann noch geplant haben. Der Doktor hat natürlich auch gesagt, Vivi soll sich ein bisschen ausruhen oder schonen mit dem Bein, mit dem Fuß. Das ist natürlich nicht ganz verkehrt. Mit der Salbe, die da drauf ist, unter den Medikamenten, auch den sie noch bekommen hat, soll das aber auch schnell und Möglichkeit schon morgen spätestens besser sein. Denn nichtsdestotrotz planen wir jetzt erstmal weniger Schritte vielleicht. Vivi hat auch das Schuhwerk etwas gewechselt. Und wenn man jetzt zurückschaut, Überblick Singapur, haben wir tatsächlich fast 20.000 Schritte pro Tag gemacht. Das ist jetzt deutlich reduziert, von gestern natürlich aufgrund des Anreisetages, aber auch heute wird es nicht so viel sein, was auch okay ist. Wir müssen es ja nicht jeden Tag Marathon laufen. Oh. Und jetzt wird hier jemand gefordert, also von da bis später. Moin und Merry Christmas hier aus Australien, Perth. Genau. Nach dem gestrigen Tag, wo wir noch am Spielplatz waren, haben wir uns heute gedacht, wir wollen nochmal nach Perth in die Innenstadt und sind anstatt vom Uber mit dem Bus gefahren. 3,30 kostet hier eine Busfahrt bis ins Stadtinnere. Im Stadtinneren gibt es auch freien Busverkehr. Hier schauen wir uns jetzt ein bisschen um. Es gibt auch einen Fähranleger, der quasi von dem Part bis zur Innenstadt rüberfährt. Was wohl am Wochenende und zu bestimmten Uhrzeiten kostenfrei ist oder halt auch zu Feiertagen. Das wollen wir auch noch gerne nutzen.
uns dann in der Stadt etwas umschauen, wenn nicht allzu lange Fußwege gehen, um Vivis Fuß ein bisschen zu schonen. Schauen dann halt einfach mal, was uns heute noch so erwartet. Wir haben ein paar Punkte rausgesucht, was wir uns da in der Stadt noch mal anschauen können als Aktivität und lassen uns einfach mal überraschen. Bis später. Ja, moin. Ja, ich melde mich hier auch mal. Wir sind ja mit der Fähre, wie ihr gesehen habt, hier rüber zum Innenstadtbereich und haben uns gerade noch ein kühles Getränk geholt, weil es schon echt ganz schön warm ist. Der Große ist auch schon eingepennt. Die kleine Maus hat auch die ganze Zeit geschlummert hier in der Trage und genau, haben uns ein bisschen hier was angeguckt. Genau, und sind jetzt auf dem Weg weiter zum Kings Park. Heute hat ja hier noch alles soweit auf, also ist ja heute der 24. Und hier hat noch alles mehr oder weniger normal auf, also manche schließen schon ein bisschen eher, aber genau, so richtig weihnachtlich, außer dass es halt überall auch geschmückt ist und dekoriert ist und Musik läuft, kriegt man es nicht so mit. Also die Leute sind hier wahrscheinlich auch noch in den letzten Vorbereitungen, noch was zu kaufen, noch vielleicht Geschenke zu kaufen. Genau. Morgen ist dann alles zu. Also hier in Australien ist es eigentlich so, dass die am 25. erst Geschenke auspacken und dann richtig Weihnachten feiern. Genau, also da ist zu und danach am 26. ist dann auch wieder alles auf, der Boxing Day, genau. Ja, ich habe hier gerade schon das Zeichen bekommen, dass ich ein bisschen lauter sprechen muss. Genau, bin ja nicht so geübt hier drin, wie Torben das immer ist. Ja, Torben hat euch ja auch erzählt, dass wir mit mir zum Krankenhaus und zum Arzt mussten. Genau, ich habe ja hier... Ich bin ein bisschen verletzt quasi. Also mit dem Laufen geht es schon wieder deutlich besser. Also ich muss nicht mehr humpeln. Es tut auch nicht mehr so doll weh. Es ist immer noch hin und wieder geschwollen. Ich mache jetzt noch die Creme drauf. Ich bin noch nicht so ganz zufrieden. Ich vermute fast, dass, also der Arzt hatte gesagt, es soll bis heute Nachmittag eigentlich schon eine deutliche Verbesserung sein. Ansonsten muss ich halt das Antibiotika, also die Tabletten nehmen, wenn die Creme halt nicht ausreicht. Und ja, aber ist ja schon mal viel wert, wenn ich schon ein bisschen besser gehen kann, weil laute Autos, weil wir sind einfach auch super, super viel zu Fuß unterwegs. Also wir gucken ja jetzt schon, dass wir das ja irgendwie anpassen, jetzt so mit der Busfahrt und so, dass wir nicht ganz so viel laufen. Aber genau, wir wollen ja schon auch irgendwie was sehen. Ja, genau. Und wir gehen jetzt erstmal weiter, gucken uns hier ein bisschen um. Und melden uns später nochmal. Moin. So, wir sind nach dem Kings Park wieder mit dem Bus zurück. Da haben wir uns da noch relativ kurz aufgehalten. Und haben uns dann umgeschaut, was wir da noch vor Ort machen können oder auch wollen. Und letztendlich dafür entschieden, dass wir zurück zur Unterkunft wollen. Weil wir wegen der Zeit schauen wollten, ob wir bei der Unterkunft noch irgendwas anderes organisiert bekommen. Das hat auch geklappt. Gibt nachher noch eine kleine Weihnachtsüberraschung für die Kinder. Wir waren hier beim Supermarkt noch einkaufen, haben für beide eine Kleinigkeit geholt. Wir hatten uns im Vorfeld gedacht, dass wir das spontan davon abhängig machen, wie wir das halt hier vor Ort hinbekommen. Aufgrund des eingeschränkten Gepäckumfangs wollten wir da nicht vor was aus Deutschland unbedingt mitschleppen. Und letztendlich ist es auch okay, so wie wir das jetzt gemacht haben, unserer Meinung nach.
Für den Großen ist das gar nicht so irgendwie anders. Er kennt ja bloß das Weihnachten von letztes Jahr, wo er das groß mitbekommen hat oder schon das erste Mal mitbekommen hat. Das Jahr davor mit den paar Monaten ja eher gar nicht. Von daher ist es für ihn soweit okay. Wir waren jetzt gerade noch mexikanisch essen. Hier hat ja vieles noch normal auf oder nur etwas kürzer offen als an sonstigen Tage. Morgen dafür ist halt der Weihnachtstag. Da haben die meisten Geschäfte geschlossen. Und ansonsten gibt es dann halt noch den Boxing Day. Genau. Wir haben jetzt leider noch geplant, ein paar Telefonate zu führen, Videotelefonate nach Deutschland. Hier ist es jetzt ca. 19 Uhr oder kurz danach, das heißt in Deutschland ist es 12 Uhr. Dann werden wir jetzt von daher noch mal kurz nach Hause telefonieren und ein paar Grüße ausrichten, da die Kinder dann auch noch wach sind. Ansonsten haben wir für heute gar nichts Großes mehr geplant und werden von dann einfach mal schauen, wie wir den Abend noch verbringen. Aber wobei eine kleine andere Überraschung gibt es dann halt auch noch. Mal schauen, ob wir euch da videotechnisch entsprechend mitnehmen. Und ansonsten melden wir uns wahrscheinlich einfach morgen wieder. Moin und nochmal Merry Christmas von uns. Heute ist ja hier Christmas Day und dementsprechend alles zu. Nachdem wir gestern essen waren, gab es ja bei uns in der Unterkunft ein bisschen Bescherung für die Kinder. Da hatten wir eine Kleinigkeit besorgt und auch wenn der Große das ja auch quasi mit ausgesucht hat, war die Freude dann trotzdem sehr groß. Genau, die durften sich ja was Kleines quasi aussuchen, was wir dann ja auch auf der Reise dann noch weiterhin gut mitnehmen können. Und dann gab es noch ein paar Videoanrufe mit der Familie, um ja einfach da auch mal so ein bisschen sich abzudaten und ja, einfach auch ein bisschen Zeit zusammen zu verbringen, wenn man schon so weit voneinander entfernt ist. Genau, hier ist ganz schön was los, aber dazu später mehr. Genau, und heute Morgen haben wir ein bisschen länger geschlafen, weil es ja dann gestern doch ein bisschen spät wurde. Durch die Zeitverschiebung muss man das ein bisschen abpassen, dann mit den Telefonaten. Und dann haben wir gefrühstückt und wir irgendwie relativ langsam in den Tag gestartet. Wir haben uns dann entschieden, auf einen Spielplatz zu gehen, dass der Große sich ein bisschen austoben konnte, der bei uns wieder in der Nähe war und oder in der Nähe ist. Und genau, da waren wir, glaube ich, knapp 2 Stunden oder so. Und genau, auf dem Rückweg ist er direkt eigentlich im Kinderwagen, also im Buggy, eingeschlafen. Und dann gab es erstmal ein bisschen Siesta angesagt bei uns. Und dann haben wir noch Kuchen. Wir hatten Kuchen gekauft gestern. Ja. Und Wahnsinn, was hier los ist. Haben wir Kuchen gegessen. Wir hatten so einen Schokoladenkuchen mit Erdbeeren, der war super lecker. Und genau, jetzt sind wir noch mit dem Bus wieder in Richtung South Perth. Und zwar wollte nämlich Torben gern zu dieser Brücke. Die man da auf der anderen Seite sieht. Die ist nämlich dann zur Dämmerung beleuchtet. Es gibt dann noch in der Nähe noch eine andere Brücke, die ist auch beleuchtet. Und genau, hier ist der große Park, den ihr hier im Hintergrund seht. So ein bisschen Strandbereich. Genau, ich zeige euch das mal ein bisschen. Genau, und wir wollen jetzt erstmal nochmal zu dem Spielplatz gehen, haben wir gesagt. Und dann, wenn es nachher so ein bisschen dämmerig ist, wollen wir mal zur Brücke, beziehungsweise halt auch Aufnahmen von der Brücke machen, weil das echt total schön aussieht. Das haben wir schon gesehen, als wir ja am Anreisetag ins Krankenhaus sind. Da sind wir auch eine Parallelbrücke lang gefahren und konnten das sehen. Ist ja hier direkt beim Stadion auch. Und da ist irgendwie noch ein Casino, meinte Torben. Genau, jetzt gucken wir uns das mal alles an und was hier so los ist. Also Weihnachten wird hier auch sehr unterschiedlich zelebriert scheinbar. Genau, aber wir nehmen euch natürlich wie immer weiterhin noch mit. Bis dann!